Habt ihr auch manchmal das Gefühl, dass Aquarell vielleicht nicht so ganz euer Medium ist? Zum einen, weil man nicht so gut drüber malen kann und zum anderen, weil man halt einfach auch nicht großformatig arbeiten kann. Und ihr möchtet aber trotzdem nicht auf die Zartheit von diesem Medium verzichten? Dann ist vielleicht für euch ein Acryl-Aquarell wie dieses genau das Richtige. Und damit herzlich willkommen auf dem Wunderhof zu dieser neuen Folge von Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Ich bin Evi Steiner-Böhm und das hier sind Pedro und Rosa, die mich auch in meinem Aquarellbuch als Coaches begleiten. Und jetzt schauen wir uns an, wie das Ganze funktioniert. Ich zeige euch das Ganze jetzt an dieser Lilie aus meinem Garten. Und das Material, das wir dazu brauchen, jetzt, das ist ganz unaufwendig. Ich habe hier ganz günstige Leinwand, die ist von der Oberfläche her relativ glatt, passt also ganz gut. Dann habe ich nur vier Farben, und zwar ist es Karmesinrot, Zitronengelb, Ultramarinblau und Titanweiß. Und ich habe mir verschiedene, auch ganz günstige Studienaquarellpinsel hergelegt, weil natürlich die Aquarellpinsel, wenn man die mit Acryl nimmt, dann verkleben die mit der Zeit. Und deswegen ja, nehme ich da lieber ein bisschen günstigere Ware. Das Format, das ich aufgespannt habe, ist jetzt 30x40, ist schon relativ groß. Das ist der einzige Nachteil beim Acryl-Aquarell, dass ihr natürlich in dem Moment, wo ihr mit viel Wasser arbeitet, müsst ihr die Leinwand auf den Tisch legen. Und da habt ihr dann eben nicht den Überblick, den man normalerweise hat, wenn man ein großes Format macht. Und deswegen wäre es auch bei dieser Größe schon günstig, wenn ihr euch hinstellen könnt zum Malen. So, ich mache jetzt als erstes die Vorzeichnung. Ich zeige euch die Lilie nochmal, ich stelle sie jetzt dann in das Glas vor mich hin und mache die auch so ganz groß, weil ich finde, das schaut halt echt dekorativ aus. Und Lilien sind da absolut einfach zu zeichnen, also das ist jetzt was, selbst wenn ihr jetzt vielleicht noch nicht so fortgeschritten seid, könnt ihr euch an das Motiv auch ranwagen. Aber nochmal, das ist auch eine Technik, die für Fortgeschrittene super gut geeignet ist, mal ein bisschen zu experimentieren, mal was anderes auszuprobieren. Da lasse ich das jetzt so aus dem Bild raus, ne, schneide es ein bisschen an, damit die Komposition ein bisschen spannender wird. Aber ansonsten ist an dem Motiv nicht viel dran. So, und das Malen funktioniert jetzt tatsächlich genau wie Aquarell. Und zwar arbeiten wir mit ganz, ganz, ganz viel Wasser. Und ich mache es genau wie beim Aquarell. Ich lasse immer mal wieder so ein bisschen weiße Stellen stehen, um so, ja, so Lichtreflexe zu imitieren. Ich verwässere das an manchen Stellen, dass die Farbe einfach blasser wird. Und ihr seht schon, der Farbauftrag ist identisch mit dem Aquarell. Da ist absolut nichts dran. Und ich kann auch hier ein bisschen andere Farbtöne mit reinlaufen lassen. Das Einzige, wo man halt gut aufpassen muss, ist, dass die Farbe eben vermischt wird und dass keine so Pünktchen bleiben. Ja, und in dem Dreh fülle ich jetzt einfach mal alle Blütenblätter aus. Und dann muss das Ganze richtig gut durchtrocknen, genau wie beim Aquarell, bevor wir dann die Details auftragen.
So, und während die Blüten jetzt trocknen, lege ich derweil meinen Hintergrund an. Ich mache jetzt da so eine undefinierbare gräulich-bläuliche Farbe. Und ich achte aber darauf, dass ich nicht an die Ränder von den Blüten hinkomme, damit es nicht miteinander verläuft. Weil das ist ein bisschen anders als beim Aquarell. Da stoppt die Farbe normalerweise dann, aber bei der Leinwand funktioniert das eben nicht. Und ich nehme halt ganz viel Wasser, dass das wirklich auch nur ein Hauch von Farbe wird. Und die Farbe kann auch so ein bisschen variieren. Die kann manchmal dunkler, manchmal heller sein. So als würden halt draußen irgendwelche anderen Blumen da Reflexe in den Hintergrund spiegeln. So, und jetzt kann ich das Ganze weiter bearbeiten, ganz normal, wie ich es beim Aquarell auch machen würde. Ich kann jetzt verschiedene Schichten übereinander legen, ich kann hier mehr Schatten einfügen bei diesen Blättern, kann das so hell lassen, wo es beleuchtet ist. Aber ich brauche eben, anders als beim Aquarell, keine Angst zu haben, dass ich jetzt die unteren Schichten anlöse, sondern das ist halt jetzt das Typische wie beim Aquarell. Die sind jetzt fix und trotzdem habe ich diese schönen zarten Überlagerungen, die ich beim Aquarell auch habe. Und anders als beim Aquarell decken hier natürlich die Farben viel stärker drüber. Also vieles, was halt im Aquarell Probleme macht, das lässt sich hier problemlos vermeiden. Und auch wenn ich hier Lichter vergesse, kann ich das hinterher ja ganz leicht mit Weiß wieder drüber malen. Das sieht auch dann nicht aus wie ein Fremdkörper. Nur ich kann schummern, genau wie im Aquarell. Mach mir im Endeffekt die Arbeit einfach nur viel leichter. Ich schalte jetzt mal den Zeitraffer ein, das Wichtigste habt ihr gesehen. Und wenn ich dann die Details mache, dann lasse ich euch wieder zuschauen. Für die Details nehme ich jetzt so einen ganz kleinen Pinsel. Wir haben jetzt da auf den Blättern immer so ganz kleine Pünktchen, die so ganz typisch für die Lilien sind. Ich kann auch die Mittellinie nochmal verstärken und vielleicht auch die Adern, die so an die Seite gehen, an ein paar Stellen nochmal andeuten. Und diesen Blumenstempel da herinnen, den mache ich jetzt erst einmal ganz dunkel, weil das Gute ist ja, dass ich diese hellen Stängel da drin, wo die Blütenpollen dran sitzen, die kann ich mit Weiß mischen und kann die einfach drüber malen. Und das ist natürlich der Riesenvorteil gegenüber dem Aquarell. Aquarell kann ich das natürlich nicht machen. Und die kann ich jetzt dann einfach drüber rausmalen, weil das Weiß drüber deckt. Und damit die sich aber hinterher absetzen, werde ich trotzdem noch ganz kleine, feine, dunkle Linien hinmachen. Ich habe es jetzt schon relativ weit fertig gemacht, die Blüte. Bevor ich die aber jetzt noch komplett nach hell und dunkel schattiere, mache ich jetzt erstmal die grünen Blätter, damit ich meine Farben besser beurteilen kann. Und da habe ich da so eins. Wenn es trocken ist, kann man ruhig schon bis an die Blüten hin malen. Muss man bloß, wenn es feucht ist, die Farbe, muss man da vorsichtig sein.
So, und ich werde jetzt so ganz knapp an der Blüte entlang überall so ein bisschen Schatten noch setzen, ne, so als würde da irgendwie die Lilie hinter einem dunklen Hintergrund sein, und lasse das dann aber nach außen wieder heller werden. Aber so kann ich halt jetzt das, wo ich vorhin nicht ganz hingemalt habe, kann ich das ein bisschen verdecken, dass das nicht ganz so unruhig wird. Und sobald dann diese Dunkelheiten festgelegt sind, dann kann ich die Blüte noch fertig machen, so wie ich sie halt so vor mir sehe. Und das ist jetzt, das ist jetzt eurer Fantasie überlassen, wie ihr das macht. Ich mache das jetzt mit dem Ultramarinblau, weil es mir einfach von der Farbe her gut dazu gefällt. Ist halt ein bisschen expressiv, entspricht vielleicht nicht unbedingt den Tatsachen. Aber es ist von der Farbe her, ist es halt ein schöner Kontrast. Ihr könnt jetzt auch hier, wenn ihr möchtet, ich habe mir jetzt da bloß einen frischen Teller geholt, so, ich sage es immer, künstlerisch wertvolle Spritzer drauf machen. Und der Vorteil ist, dass wenn euch das nicht gefällt, dass ihr das wieder abtupfen könnt und dass man es hinterher ja unwesentlich bloß sieht. Ich mache jetzt mal ein paar drauf, nur um euch das zu zeigen. Und wenn es mir nicht gefällt, ne, mache ich es einfach wieder weg und es ist überhaupt nichts passiert. Oder ihr könnt natürlich auch, wenn euch das gar nicht gefällt, könnt ihr das jetzt mit Gesso übermalen und könnt wieder komplett neu anfangen. Auch da passiert der Leinwand gar nichts. Ich mache jetzt da vielleicht nur ein bisschen sowas mit Blau, weil ich halt gern Blau mag. Bisschen so locker. Und wenn man will, kann man zum Schluss sogar noch ganz weiße Lichter draufsetzen. Selbst das ist ohne Problem möglich. Auch das stört eigentlich überhaupt nicht. Ein weiterer nicht zu unterschätzender Vorteil am Ende ist, dass ein Acrylbild genau wie ein Ölbild nicht geschützt werden muss durch Glas. Das heißt, ihr könnt es jetzt zum Beispiel die Leinwand auf Hartfaserplatte aufziehen oder wenn ihr es größer ansetzt von vornherein, könnt ihr es sogar auf einen Keilrahmen spannen und könnt es in einen Rahmen ohne Glas geben. Und wenn euch das nicht gefällt, dann könnt ihr es genauso ganz normal wie ein Aquarell eben rahmen. Ihr könnt es in ein Passepartout geben und das Ganze dann hinter Glas. Auch das ist mit Acryl ohne weiteres möglich. Also da seid ihr einfach unglaublich variabel. Ja, und mit diesem letzten Eindruck bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Hoffe, ich konnte euch Anregungen geben, die ihr brauchen könnt. Und freue mich auf das nächste Video mit euch. Bis bald.